Wir befinden uns hier in Heiligenstadt in Oberfranken. Heute gegen 10.15 Uhr kam die Alarmmeldung, Garagenbrand in Heiligenstadt. Beim Eintreffen wurde festgestellt, dass es sich hier um eine Werkstatt handelt. Vermutlich bei Arbeiten an einem Fahrzeug ist dieser Brand entstanden. Die Ursache kann noch nicht gesagt werden. Die Eingesetzten, es waren ca. 128 Feuerwehrdienstleister mit Rettungsdienst THW eingesetzt, um die Brandbekämpfung vorzunehmen. Durch den effizienten Einsatz wurde also das nebenstehende Wohnhaus gerettet. Personen kamen nicht zu Schaden. Lediglich zwei Leichtverletzte der Firma wurden also ins Krankenhaus gebracht. Schadenshöhe ist sehr schwer abzuschätzen. Sogar eine ganz grobe Zahl dürfen wir uns zwischen vielleicht 400.000 und 500.000 Euro bewegen.